Wenn ich bedenke, meine Serviformica Rophibabis, wir gehen davon aus, dass das eine Rophibabis ist, hat schon wieder Brut. Wir ignorieren die Puppe, die da unten liegt, die ist nämlich schon 8 Monate alt, die ist noch vom letzten Jahr, vom Frühsommer, und keine Ahnung, warum sie diese Puppe noch nie auf den Müll geworfen haben, noch nie aufgemacht haben oder sonst was. Die tragen diese Puppe die ganze Zeit mit sich rum. Keine Ahnung, was an dieser Puppe so besonders ist. Das da drinnen muss ja schon Staub sein. Aber egal. Ignorieren die Puppe. Aber sie haben bereits, wie man sieht, Larven. Und die Larven entwickeln sich eh ziemlich schnell und die verpuppen sich dann auch sehr schnell. Und dann geht's schon weiter. Die Kolonie hat vor 10 Tagen angefangen, Eier zu legen. Obwohl sie im warmen Zimmer steht, ist sie Ende November, Anfang Dezember in Winterruhe gegangen, von sich aus. Also sie haben sich alle zusammengekuschelt, haben die letzten Brut großgezogen, haben sich dann alle in einer Ecke zusammengekuschelt, haben dann bis eben 9., 10., Februar geschlafen, in Anführungszeichen. Also sie waren nicht aktiv, sie sind einfach nur herumgelegen. Auch wenn das Zimmer 27, 28 Grad hatte. Und haben dann eben, wie gesagt, vor 10 Tagen, 11 Tagen angefangen, wieder Brut zu legen. Jetzt könnte man sagen, ja, die hätten jetzt eine richtige Winterruhe gebraucht. Und sobald es mal wieder ein bisschen wärmer wird, das wird es heute dann später sein, werde ich später ein Video machen. Bei mir im Garten sind schon seit 11, 12 Tagen Ameisen draußen aktiv. Camponotus phalax, Camponotus vagus, Lasius niger, Myrmica rubra, Myrmica ruginodis, sowohl Lasius emarginatus, Lasius brunois und Fuliginosus habe ich alles schon draußen herumlaufen sehen. So zusammen mit Demnothorax, Leptothorax und all den anderen kleinen Scheiß. Auch die Tetramorium sind schon aktiv. Und soll ich euch jetzt das Wichtigste sagen? All diese Arten draußen im Garten sind erst am, wann waren die letzten noch aktiv? Am 9. oder 10. Dezember, Dezember, sind bei mir noch draußen im Garten, zwar ein bisschen lethargisch, weil es doch schon längere Zeit kühler gewesen ist und nachts kalt war, Ameisen draußen rumgelaufen. Diese Tiere brauchen 6 Monate Winterruhe, weil sie leben in Mitteleuropa. Die haben das, die müssen das, die tun das. Die Tiere halten sich doch von Natur aus schon selber nicht dran. Oh mein Gott, es ist bis Dezember warm. Ja, dann bin ich bis Dezember aktiv. Jetzt wird's kalt. Ja, dann gehe ich schlafen. Oh mein Gott, es wird im Februar schon wieder warm mit bis zu 20 Grad. Und das ist nicht mal untertrieben. Bei uns hat es gestern 21 Grad. Und dann denkst du dir, ja, und warum sollten die Viecher schlafen? Die verpassen ihr halbes Leben, indem sie irgendwo im Boden verpennen. Alle anderen Lebewesen sind schon fucking aktiv. Die Vögel bauen schon ihre Nester, haben schon bald ihre Jungen, Alter, weil es so warm ist und so gut ist. Die Fliegen sind schon aktiv, haben schon in irgendwelche Kadaver ihre Eier reingelegt. Alles fängt an aufzuwachen. Und die anderen Viecher, nein, wir müssen noch mindestens 4 Monate schlafen. Und dann nach 4 Monaten wachen sie auf und dann sind sie mit dem Leben überfordert, Alter, weil alle anderen Lebewesen bereits 4 Monate Vorsprung haben. Und dann wundert man sich, warum Sachen wie zum Beispiel diese dummen Camponotus lignibertus und Herculeanus weniger werden und aussterben und die dämlichen Waldameisen sich immer mehr zurückziehen, wenn sie von anderen Arten, die einfach mehr aus dem Jahr machen, verdrängt werden. Ich feiere ja auch immer noch die ganzen Holundersträucher. Die ganzen Holundersträucher und Rosenstöcke und sowas, die sich ja manchmal scheißen. Alter, solange es noch warm ist, halte ich meine Blätter dran. Und dann hast du manchmal Holunderstöcke und Holunderbäume, die haben an den Spitzen ihrer Äste das ganze Jahr lang Blätter. Schön für die, wenn es für ihnen reicht. Wenn sie damit klarkommen, dann sollen sie es tun. Nein, das können sie nicht. Wenn es dann friert, dann verfrieren die Blätter und dann hat der Baum dann nimmt der Baum Schaden. Ist doch ein Baum seine Anliegen. Warum willst du dich als Mensch damit einmischen, was der Baum oder die Pflanze oder was auch immer tun soll? Wenn die nicht wüssten, was sie tun sollten, dann wären die Sachen alle schon ausgestorben.
Oder extrem, extrem selten. Sachen, die zum Beispiel nicht wissen, was sie tun sollen, sind Faultiere. Deswegen gibt es davon nicht so viele. Und Banderbären, davon gibt es auch nicht so viele. Und Koalas und all diese Sachen, die meinen, sie müssen sich so extrem in eine Richtung evolutionieren, dass wenn dann irgendwas kommt, was mit denen dann trotzdem kompetiert, also Konkurrenzdruck ausübt, plötzlich die Arschkarte ziehen, weil das andere Viech auch noch irgendwas anderes fressen kann oder schneller ist oder besser ist und sie dann die Arschkarte ziehen. Bestes Beispiel für uns in Europa, Camponotus vagus in meiner Gegend gegen Camponotus lignipertus. Camponotus lignipertus Kolonien werden viel größer. Sie werden auch die Arbeiterinnen größer, also die Majore sind doppelt so groß wie die von den Camponotus vagus. Trotzdem verdrängt Camponotus vagus Camponotus lignipertus. Und warum? Die Camponotus vagus sind oft noch im November, Dezember aktiv und sammeln noch Futter und sonst was, während die lignipertus oft schon im Oktober, wenn nicht früher, schon sich verbarrikadieren und schlafen gehen und eine ganze Larvengeneration in den Sand setzen, weil wenn es bis Dezember noch warm ist, kannst du noch mindestens eine Generation Arbeiterinnen rauspfürzen. Die Camponotus vagus sind dann meistens schon wieder im Februar, Anfang März aktiv und fangen schon an, die ersten Generationen zu machen. Und die Camponotus lignipertus wachen dann erst einmal im Ende März, Mitte April auf. Da haben die Serviformica und die Camponotus vagus und die Camponotus phallax bereits schon die dritte Larvengeneration großgezogen. Wenn die Lignipertus erstmal auf die Idee kommen, ah ja, ich sollte mal aufwachen, dann sind die Arbeiterinnen, finden dann keinen Platz mehr und kein Futter mehr, weil die anderen Ameisenarten, die schon viel früher wach waren, die ganzen Blattlauskolonien und sowas schon belagert haben und versetzt haben, dann kommen die Camponotus mit ihrer großen Klappe, wir sind größer, wir können was reißen, dann kommen die Vagus, die viel aggressiver sind, prügeln sich da mal rein und dann verbarrikadieren sich die Lignipertus wieder wie die panischen Paviane in ihrer scheiß Kammer und dann verrecken die irgendwann, weil sie verhungern, weil sie einfach nichts zum Fressen finden. Und ich sehe das auch bei mir in den anderen Gegenden. Phaidole, Dapinoma und die ganzen Serviformica-Arten sind bei Weitem effektiver. Das gleiche gilt für Lasius emarginatus und Lasius brunois. Die sind bei Weitem effektiver als die ganze Scheiße, die irgendwo aus dem Norden kommt. Und ja, Camponotus vagus ist eine südeuropäische Art, die nach Norden wandert und keine nordeuropäische Art, die nach Süden wandert. Aber Camponotus herculeanus und Camponotus lignipertus ist eine nordeuropäische Art, die nach Süden gewandert ist, als die Eiszeit aufhörte, weil sie besser damit klarkommt mit der Kälte und mit dem längeren Winter. Und jetzt hat sie die Arschkarte gezogen, weil wenn jetzt die Winter wieder kürzer werden und wärmer werden, kackt sie natürlich weit rein, weil sie eben das nicht verträgt. Hab keine Aggressionen gegen eine, die nur um mich schaut. Aber ich erkläre das gerne immer so. Die Natur und die Evolution ist wie ein Fluss. Der Fluss fließt durch das Land. Wenn ein riesiger, gigantischer Felsbrocken in den Fluss reinfliegt, dann reagiert der Fluss, wie er will. Entweder er fließt rundherum, oder er staut sich auf und fließt über den Felsbrocken drüber. Oder er schiebt ihn einfach weg. Der Fluss wird sich irgendeinen Weg finden. Das Problem ist, der Mensch hat mit solchen Sachen ein Problem. Der Mensch möchte gerne Ordnung. Und der Mensch möchte alles irgendwie bestimmen und in seiner Hand haben. Und alles muss so laufen, wie er gerne hätte. Und deswegen macht der Mensch eben solche Sachen. Dieses und diese Tierart darfst du nur so und so oft am Tag füttern und diese Tierart darf nur das fressen und diese Ameisen und diese Fische und sowas müssen von diesem Punkt bis zu diesem Punkt eine Winterruhe halten und sobald das aber nicht mehr so ist, weil die Natur eben macht, was sie will und sich nicht an so einen Scheiß hält, die der Mensch ihr vorschreibt, kommen die Menschen mit, nein,
das darf nicht so sein, das muss so sein, weil das war 50 Jahre schon so. Ja, schön, 50 Jahren ändert sich alles. Ich hasse es auch, wenn die alten Leute heutzutage, weil bei uns blühen ja schon die Schneeglöckchen und die Krokus und die Märzenbecher kommen raus und all die Frühlingsblumen fangen schon an. Und auch vorgestern war bei uns, bei mir bei der Arbeit so ein ältere Leute und die waren, ja, das ist schon ein bisschen gruselig, wenn jetzt alles schon blüht und grünt, weil wo ich noch jung war, da ist noch bis März, April Schnee gelegen. Ja, Alter, komm damit klar, du alte Schabracke, dass es nicht mehr so ist. Ich weiß nicht, was die Leute damit ein Problem haben. Seid doch froh, wenn es früher im Jahr warm wird und wenn es später im Jahr kalt wird. Ich weiß nicht, warum die Leute glauben, weil es vor 50 Jahren so war, muss es die nächsten 50 Jahre so sein. Das ist für mich ein Zeichen, dass der Mensch das unanpassungsfähigste Scheißviech auf dem Planeten Erde ist. Anstatt er sagt, ja gut, jetzt ist die Klimaerwärmung, ich mach was draus. Ich nutze die Klimaerwärmung und mach was draus. Ist der Mensch, nein, die Klimaerwärmung darf nicht passieren, weil es ist was Schreckliches. Und alle Lebewesen, die irgendwie seit 500 Millionen Jahren existiert haben und oben im Himmel sind, Anführungszeichen, denken sich, Mensch, ist dein erstes Mal, nicht wahr? Ich glaube, die Viecher, die in der Karbon gelebt haben, wo alles tropischer Regenwald war und Sumpf, waren auch nicht so begeistert, als sich innerhalb kürzester Zeit für die Weltgeschichte, kürzester Zeit, die Erde in die Perm entwickelt hat. Und die Perm war einfach nur Wüste und Trockenheit. Und alles, was in der Karbon gelebt hat, ist weitgehend ausgestorben, weil es gar keine Chance hatte, sich an die Veränderungen anzupassen. Und jetzt die Leute, die sagen, es geht viel zu schnell heutzutage wegen den Menschen die Klimaerwärmung. Alter, damals die Klimaerwärmungen und Klimakältungen und sowas dauerten Millionen von Jahren und trotzdem sind oft 90% der Tiere und Pflanzen nicht in der Lage gewesen, sich daran anzupassen. Also scheiß auf die dummen Eisbären und auf die blöden Elche und auf all die anderen Viecher. Wenn die würden wahrscheinlich, wenn sich die Klimaerwärmung langsamer vonstatten zieht, auch nicht daran anpassen. Wenn die Viecher eine Chance gehabt hätten, sich anzupassen, dann denke ich mir, wo sind die Säbelzahntiger und die Mammuts und die Riesenelche und solche Sachen wie Wollnashörner und sowas. Die hatten ja damals schon, während der Zeit, wo nichts passiert ist, keine Chance, sich anzupassen, wo alles viel langsamer vergangen ist, dann hätten die, auch wenn es schneller gegangen ist, keine Chance, sich anzupassen. Und wenn die Leute sagen, ja, der Mensch macht die Klimaerwärmung sehr schnell und sowas gab es bis dato nicht, denke ich mir, und vor 65 Millionen Jahren, als der Asteroid in die Erde eingedonnert hat, hat sich das Klima innerhalb von wie viel? Ein paar hundert Jahren drastisch geändert und in ein paar hundert Jahren ist das gesamte Ökosystem zusammengebrochen. Ich glaube, das kann der Mensch nicht. Ich glaube, da ist der Mensch ein paar hundert Jahre jetzt zu langsam, um da die Welt zu ändern. Und selbst dort haben es Tiere geschafft, sich anzupassen und Pflanzen geschafft, sich anzupassen. Also sind wir mit unseren 100.000 Jahren, die wir jetzt langsam sind, eh schon hinten nach. Und wenn sich die Tiere bei diesem Asteroideneinschlag anpassen konnten, dann können sie es jetzt auch. Und dann sterben Tiere aus, wie Löwen und Leoparden und Elefanten und Nashörner und Eisbären. Und solche Sachen sterben halt aus. Ja, ist halt so. Und dann kommen wieder neue. Das Problem ist halt, dass wir Menschen das Aussterben schneller mitkriegen, als dass sich neue Arten entwickeln. Das aber zum Beispiel nennen. Ein Steinbarsch mit einem Weißbarsch einen Streifenbarsch erzeugt und ein Streifenbarsch eigentlich eine neue Art ist, weil sie fortpflanzungsfähig ist, das sehen die Leute nicht. Aber sie sehen, dass Eisbären immer weniger werden und aussterben, dass sich aber gerade unter ihrer Obhut eine neue Art entwickelt hat. Nein, das wollen wir nicht ansehen. Warum erzählten die Leute eigentlich immer nur, ja, das stirbt aus, das wird weniger, die Tiger sterben aus, die Elefanten sterben aus, aber warum erzählst du nie von den Arten, die sich inzwischen entwickelt haben und sich sogar in der Natur etabliert haben und eigene Bestände gebildet haben, wo du denkst, was ist mit den Arten? Das sind neue Arten, die von Natur aus von alleine entstanden sind. Das gleiche ist mit Elefanten und Nashörner sterben aus.
Die meisten Leute, das ist so traurig, wenn diese Tiere aussterben. Und ich denke mir, weil ich mir das alles mal durchgelesen habe, die verdienen auszusterben. Wisst ihr eigentlich, wie viele Elefanten- und Nashornarten es damals gegeben hat, bevor es Menschen gab? Wisst ihr, dass Elefanten und Nashörner auch in Nordamerika und Südamerika gelebt haben? Ganz Asien, ganz Europa und ganz Afrika und schon bevor die Menschen gekommen sind, so gut wie alle Arten durch Raubtierdruck und Konkurrenzdruck mit anderen Arten ausgestorben sind und dann nur mit drei, vier Arten übrig geblieben sind, ja, dann können diese Tiere nicht sonderlich gut sein in dem, was sie tun, wenn sie von allen anderen Lebewesen verdrängt werden. Vielleicht sollte man das auch mal in Betracht ziehen, dass Lebewesen, die sehr weit verbreitet waren und so, plötzlich innerhalb kürzester Zeit der Bestand komplett einbricht, sie auf verschiedenen Kontinenten komplett aussterben, zeitgleich oft, und dann nur auf ein paar Flecken noch überlebend sind und dann ist es like, oh, es ist so schade, wenn sie aussterben. Vielleicht sollte man mal wirklich eher hineinrechnen, warum stirbt die Tierart aus? Was macht sie falsch? Wusstet ihr eigentlich, dass Elefanten in Herden leben? Jetzt kommen die Leute, natürlich wissen wir das, das weiß jeder, der sich mit Elefanten auskennt. Aber wisst ihr eigentlich, warum Elefanten in Herden leben? Elefanten leben in Herden, weil damals in Afrika es bei weitem größere und kräftigere Raubtiere gegeben hat als Löwen. Zum Beispiel Säbelzahntiger. Es gab damals in Afrika Säbelzahntiger, die doppelt so groß wurden wie ein Löwe und doppelt und fast dreifach, vierfach so schwer wie ein Löwe, der überhaupt kein Problem hatte, eins gegen eins einen ausgewachsenen Elefanten zu töten. Deswegen leben Elefanten in Herden, um sich davor zu schützen. Ja, warum leben dann zum Beispiel Nashörner nicht in Herden? Einfach deshalb, weil Nashorn durch den geringeren Drehradius und der geringeren Masse es viel einfacher hat, sich gegen Raubtiere zu verteidigen als ein Elefant. Ein Elefant ist ziemlich anfällig gegen Angriffe, selbst gegen heutige Raubtiere wie Löwen, als Nashorn. Ein ausgewachsenes Löwenrudel mit 10, 20, 30 Löwinnen kann einen erwachsenen Elefant zum Fall bringen und töten. Das gleiche Löwenrudel kann aber ein erwachsenes Nashorn nicht töten. Das gleiche Löwenrudel kann aber ein Flusspferd töten. Dann ist die Frage, was hat ein Nashorn eben, was die anderen beiden nicht haben? Und das Ding ist, Nashorn ist schneller, Nashorn ist wendiger. Und Nashorn ist ein bisschen anders, wie soll man sagen, bulkier, robuster gebaut als die anderen zwei Tiere. Es ist nicht so empfindlich gegen Angriffe. Das Problem, das Nashörner aber auch, wenn wir Menschen uns nicht einmischen haben, ist, Nashörner leiden unter dem starken Konkurrenzdruck durch Elefanten und Flusspferde. Wenn du Nashörner hast, die Gebüsch fressen, also Büsche, konkurrieren sie mit Elefanten, die das auch tun. Fressen die Nashörner Gras, konkurrieren sie ebenso mit Elefanten, die nämlich auch Gras fressen. Bleiben sie näher bei Flüssen und fressen Gras, konkurrieren sie mit den Flusspferden, die dasselbe tun. Kleiner Tipp auch, deswegen sind Flusspferde nachtaktiv und nicht tagsüber aktiv, nicht nur wegen der Sonne, die ihnen auf die Haut brennt, sondern auch, weil die damaligen Säbelzahntiger, die dort in Afrika gelebt haben, alle tagaktiv waren und man kann das irgendwie am Gehirn und an den Augen irgendwas herausfinden, dass die in Afrika lebenden Säbelzahntiger nachtblind waren. Für jüngere Leute oder so, aber die dieses Wort vielleicht noch nie gehört haben, wir Menschen sind nachtblind. Die meisten tagaktiven Vögel sind nachtblind. Schmetterlinge und sowas sind nachtblind. Alle Tiere, die ab einem gewissen Lichtverhältnis, also ab einer gewissen Dunkelheit, nichts mehr oder fast nichts mehr sehen, werden als nachtblind eingestuft. Tiere, die nachts was sehen, sind eben nicht nachtblind. Katzen können nachts sehen, Eulen können nachts sehen, Nachtfalter können nachts sehen, Frösche können nachts sehen. Es gibt eben Tiere, die können tagsüber und nachts sehen. Und es gibt halt Tiere, die können nur tagsüber sehen. Und solche Tiere nennt man halt nachtblind. Und diese Säbelzahntiger waren nachtblind.
Und zum Beispiel deswegen sind auch Hyänen und Löwen oft nachtaktiv oder dämmerungsaktiv. Somit haben die damals verhindert, in direkten Konkurrenzkampf mit diesen Säbelzahntigern zu stehen, die tagsüber gejagt haben. Heißt, die Säbelzahntiger jagen tagsüber und wenn sie dann nachts schlafen gehen, weil sie nicht sehen, jagst du. Das heißt, du kommst mit denen kaum in Kontakt und verhinderst Kämpfe untereinander. Warum am Ende dann die Löwen und die Hyänen übrig geblieben sind und die Säbelzahntiger ausgestorben sind, ist der gleiche Grund, warum überall auf unserem Planeten Säbelzahntiger ausgestorben sind. Säbelzahntiger sind langsamer, aber kräftiger als andere Raubtiere. Das heißt, Säbelzahntiger sind super dafür ausgelegt, Tiere zu töten wie Flusspferde, Elefanten, Nashörner, Mammuts, alles, was recht langsam ist und kräftig. Büffel zum Beispiel auch noch und sowas. Löwen haben ein großes Problem, den Büffel zu töten. Säbelzahntiger mit ihren Säbelzähnen haben damit das leichteste Spiel. Du packst und nimmst den Büffel, dann probierst du ihn zu Fall zu bringen mit deiner Kraft, was für eben einen kräftigen Säbelzahntiger kein Problem ist. Und dann stichst du ihn mit deinen Säbelzähnen ab. Also einfach so. Während Löwen mit dem, ich muss das Tier ersticken, also ich beiße ihm in die Kehle und versuche es zu ersticken, oft ewig brauchen, bis irgend sowas wie ein Elefant oder ein Büffel tot ist. Das Problem ist, sobald solche Tiere immer weniger werden, fuckst du ab. Besonders wenn solche Tiere in vielen Gegenden wie Nordamerika oder Europa durch schnelle, wendige Tiere ersetzt werden, wie Rehe oder Hirsche, haben die Säbelzahntiger so gut wie keine Chance mehr, irgendeine Beute zu machen und sterben aus, weil sie verhungern, weil sie unterernährt sind ständig, kaum mehr Junge bekommen, die Jungen kaum mehr groß werden und immer weniger werden. Während Löwen und andere Tiere, die eben schnelle Beute haben, Beute jagen können, weil sie schnell und wendig sind, einen Vorteil haben. Dafür haben dann eben wieder Tiere wie Elefanten, Nashörner und so einen Vorteil, weil das, was sie eigentlich jagen kann, verschwunden ist. Also, ja, und das gleiche Thema ist eben auch bei allen anderen Tieren. Ob es jetzt Ameisen sind, ob es jetzt Schmetterlinge sind, ob es jetzt Fische sind und sowas. Es wird immer irgendein Lebewesen geben, das ständig miteinander mit einem anderen Lebewesen konkurriert und dann kann sich nur minimal im Lebensraum etwas ändern und plötzlich hat eins der beiden Lebewesen einen Vorteil gegen dem anderen und das andere stirbt dann aus oder wird immer weniger und stirbt dann aus. Oder es wird immer weniger und entwickelt sich zu etwas Neuem, um eben diesen Konkurrenzdruck auszugleichen. Zum Beispiel, eben wie so ein gutes Beispiel, die Löwen und die Hyänen. Die Hyänen können Knochen fressen, die Löwen nicht. Ist zum Beispiel ein gutes Deal, trotzdem in einigen Hinsicht den Konkurrenzdruck mit Löwen zu entgehen. Weil du kannst Sachen fressen, die die Löwen nicht fressen. Das heißt, du findest selbst Futter, wenn die Löwen keins mehr finden. Also hast du einen biologischen Vorteil gegenüber den Löwen. Hashtag zu den Ameisen. Raptiformica haben zum Beispiel auch einen biologischen Vorteil gegen andere Ameisenarten, aber Serviformica oft auch. Durch ihre Raubzüge auf Serviformica-Kolonien machen Raptiformica zwei Sachen. Erstens, du kannst die Larven und Puppen und Eier dieser Kolonie als Futter verwenden für deine Brut. Und der positive Effekt dahinter, durch das, dass du eine Serviformica-Kolonie getötet hast, verringerst du den Konkurrenzdruck auf deine Kolonie. Diese Serviformica-Kolonie in der Nähe von deiner Kolonie frisst dir auch Sachen. Die ist dann weg. Das heißt, es bleibt mehr Futter für dich und du hast noch extra Futter von denen und du kannst die getöteten Arbeiterinnen von der Kolonie auch noch als Futter verwenden. Also hat sie einen biologischen Vorteil. Und den gleichen Vorteil machen sich zum Beispiel auch Serviformica-Arten zunutze, wie eben Rufibarbis oder Cineria oder Fusco-Cineria, die hoch aggressiv sind, indem sie andere Serviformica-Kolonien oder Lasius-Kolonien oder sowas in ihrer Umgebung töten und vernichten, verringern sie den Konkurrenzdruck auf ihre eigene Kolonie und machen so, dass ihre eigene Kolonie
besser existieren kann. Und die Leute, die immer sagen, die Tiere tun das nicht, die Tiere bringen sich doch die ganze Zeit in der Natur gegenseitig um. Tiere hassen sich. Tiere würden sich am liebsten Mord und Totschlag machen. Schon mal gesehen, was passiert, wenn eine Fledermaus tagsüber rumfliegt? Sag mal, du tust dein Dach neu machen und darunter schlafen Fledermäuse. Und du hast das nicht gewusst und machst das Dach neu und die Fledermäuse schrecken auf und fliegen weg. Jeder Vogel, Spatz, Meisen, Schwalben, wird auf diese Fledermäuse losgehen und auf sie hassen und auf sie einhacken und sie attackieren. Schlicht und ergreifend, weil für die Vögel diese Fledermäuse Konkurrenz sind. Sie wollen die tagsüber nicht haben. Deswegen sind Fledermäuse nachtaktiv. In der Nacht sind Vögel nicht aktiv, weil die meisten Vögel nachts nicht sehen. Heißt, die ganzen Insekten nachts sind fast nur für dich da. Und du musst nicht mit den Vögeln konkurrieren. Besonders weil Fledermäuse mit Vögeln nicht konkurrieren können. Vögel sind bessere Flieger. Sie sind nicht so empfindlich, weil die Federn unempfindlicher sind gegen Angriffe als die Flughaut von Fledermäusen. Und so weiter und so fort. Raubvögel wie Habicht und Bussard und Adler hassen Eulen. Wenn die tagsüber eine Eule sehen, werden sie die Eule angreifen. Die gleiche Eule greift aber nachts auch irgendein Nest an von einem Adler und greift die Küken an und tötet sie. Eine Krähe oder ein Rabe wird bei einem Falkennest landen und die dortigen Jungvögel tothacken und dann einfach liegen lassen. Das ist einfach nur Vernichtung von Konkurrenz. Du frisst das Gleiche, du frisst vielleicht meine Jungen, ich komme zu deinen Jungen, ich töte sie. Der gleiche Grund, warum Löwen Hyänen töten. Oder Hechte sich gegenseitig fressen und oft andere Tiere, Ameisenkolonien sich gegenseitig auslöschen und so weiter. Das ist einfach nur Vernichtung von Konkurrenz und das ist schon seit Jahrmillionen so. Und das wird sich auch in den nächsten Jahrmillionen, solange es Leben auf unserem Planeten geht, nicht ändern. Nur der Mensch, wie bei meinem Vergleich mit dem Fluss, verträgt sowas nicht. Weil sobald irgendwas nicht nach seinem Prinzip läuft, ist er unglücklich. Weil er hat das so bestimmt, dass das so sein muss, also muss das so sein. Und das ist lächerlich. Weil das zeigt genau, wie erbärmlich und unterbemittelt du als Mensch bist. Besonders alle Leute, die anderen Leuten vorschreiben, sie müssen ihre Ameisenkolonien so und so halten und sie müssen ihre Ameisenkolonien das und das geben. Du kannst sagen, mach so, das tut der Kolonie gut. Gib ihnen 2-3 Monate Winterruhe, das tut ihnen gut. Fütter denen lieber das und das, das ist vielleicht besser oder sowas. Aber du hast meistens bei den Ameisen gesagt, du musst das so machen, weil ich mach das auch so. Lass doch die Leute, wenn Leute ihre Ameisen gegeneinander kämpfen lassen wollen, lass es. Ameisen machen das in der Natur ja auch. Wenn Leute Ameisen mit lebenden Tieren füttern wollen, dann lass es doch. Was soll denn da daran schlimm sein? Ameisen verficken auch andere Viecher in der Natur. Ich habe auch schon am Straßenrand verletzte Käfer oder Schmetterlinge gesehen, die nicht mehr fliegen können, die dann von Ameisen angegriffen werden, wo die Kämpfe dann oft stundenlang dauern, weil die Ameisen diesen scheiß Schmetterling nicht tot bekommen, der Schmetterling aber zu verletzt ist, wegzufliegen und dann der Schmetterling so am Boden entlang so und die Ameisen immer aggressiver werden, weil sie ständig durch die Gegend geschleudert werden. Das habe ich aber eh schon öfter mal gesagt. Die Leute holen sich Tiere ins Haus, weil sie ein Stück Natur haben wollen. Ein Aquarium, Ameisen, ein Terrarium mit Eidechsen oder sowas. Und dann wollen sie alles bestimmen. Das Tier muss das und das fressen, es muss so und so oft fressen, es muss so und so oft kacken, es muss da liegen, es darf nicht hier hingehen, es muss so sein. Sie dürfen das nicht tun. Ich finde das schon allein lächerlich. Wenn Leute für ihre Ameisen so ein Nest bauen und dann hast du hier den Gang und so den Gang und die Ameisen fressen sich dann so durch und machen sich so einen Gang und dann, die Ameisen ruinieren mein Nest. Ja, lass es doch. Ist doch denen ihr scheiß Nest. Dann sollen sie sich doch durchfressen. Hauptsache die Kolonie ist glücklich. Weil ich das gemeint habe mit dem Zeug, zum Beispiel hier, das ist ein Holunder. Der ist hier aus einem Samen gewachsen. Ja? Der hat das ganze Jahr über Blätter. Der ist letztes Jahr im Frühling aus einem Samen gewachsen und der hat das ganze Jahr Blätter. Ich habe den jetzt schon mindestens 8 Mal im Winter nachschneiden, weil der immer schon an die Scheibe wächst und dann an die Scheibe entlang wächst, weil der wächst und wächst und wächst. Hashtag
Wenn jetzt bei uns mal kein Winter mehr ist und das ganze Jahr warm ist, ein Holunder hat damit sicher kein Problem. Weil, YOLO, die ganzen Venusfliegenfallen und dass die angeblich eine Winterruhe machen sollten, die sollten den Winter überschlafen. Warum blühst du? Weißt du nicht, dass du jetzt eine Winterruhe halten solltest? Warum blüht ihr? Ihr solltet eine Winterruhe halten bis März, April. Die Tomatenpflanze, die psychisch gestört ist. Warum sagst du, dass die Tomatenpflanze psychisch gestört ist? Erstens, weil sie überall hinwächst, weil sie Tomaten trägt im Winter. Und ich sage, sie ist psychisch gestört, weil das ist der Strieb, wo Tomaten hängen, wo sie blüht. Und dann hat sie dann einen Ast und wächst und blüht nochmal. Okay, als ich ein Kind war, gab es Tomaten, die sind so gewachsen. So, dann hatten sie eben diese Dinger, wo sie blühen. Und das war's. Da hattest du dann die Rispe mit den Tomaten. Neuerdings habe ich immer wieder Tomaten, die wachsen dann dort einfach weiter. Die kriegen da vorne, wo die Blüten eigentlich sind, nochmal Blätter. Und da wachsen dann ganze Äste raus. Und dann denkst du dir, okay. Kleiner Funfact zu Tomaten, die meisten Leute nicht wissen. Tomaten sind sehr besonders, weil Tomaten eigentlich so ein Halbstrauch werden, habe ich von meinem Freund aus Amerika, aus Südamerika gelernt, wo die Tomaten das ganze Jahr wachsen können. Und eigentlich wachsen Tomaten in dieser Gegend so, indem sie wachsen, dann fallen die um und dort, wo sie den Boden berühren, wachsen Wurzeln und dann wachsen sie dort weiter. Natürlich ist das etwas, was wir Menschen auch nicht wollen. Eine Tomate muss schön nach oben wachsen, bis an die Decke. Und dann muss sie ganz viele Tomaten essen. Und was ist, wenn die Pflanze das nicht will? Vielleicht versuchst du gerade, die Pflanze zu etwas zu zwingen, was sie in ihrer Genetik nicht hat. Eine Tomatenpflanze wächst nicht nach oben und wächst nicht irgendwie einen Baum hoch, wie eine Ranke oder sowas. Eine Tomatenpflanze, wenn sie einfach von Natur aus wächst, wird ein Halbstrauch. Sie wächst, fällt um, wächst, fällt um, wächst, fällt um und dann hast du halt so ein Gebüsch, das dann halt 1000 Tomaten trägt irgendwann. Das Problem ist halt, wir müssen das bei uns so machen, weil bei uns das Jahr nicht lang genug ist. In einer Gegend, wo es das ganze Jahr über warm ist, kannst du eine Tomate zu einem riesigen Strauch werden lassen und die trägt dann 1000-mal mehr Tomaten als die Tomatenpflanzen bei uns, einfach weil die Tomatenpflanze viel größer ist, viel kräftiger ist, viel schöner ist, stinkt. Ich liebe den Geruch. Ich liebe den Geruch, wenn Tomatenpflanzen nach Tomatenpflanzen riechen. Ich liebe auch den Geruch, wenn Holunder nach Holunder riecht. Weil es gibt's auch. Du kaufst dir oft eine Tomaten im Geschäft und die riechen nicht nach Tomaten. Da denke ich mal, was sind das für psychische Tomaten? Warum riecht eine Tomate nicht nach Tomate? Oder du kaufst dir einen Gartencenter, eine Tomatenpflanze, nimmst die Blätter, reibst die Blätter und das riecht nach nix. Warum riecht die nach nix? Solche Pflanzen kaufe ich dann in dem Sinne schon nicht, weil für mich muss eine Tomatenpflanze nach einer Tomatenpflanze riechen. Und Leute, die wissen, was ich meine, die kennen den Geruch. Und ein Holunder muss nach Holunder riechen. Jede Pflanze hat ihren eigenen Geruch und den braucht sie und den soll sie haben, weil ich brauche nicht irgendwelche solche mutierten Krüppelpflanzen. Da kann die Tomatenpflanze von mir aus 1000 Tomaten tragen und die Tomaten können so groß sein wie dieses Glas und die Tomatenpflanze kann 5000 Tonnen Tomaten tragen in einem Jahr, in 4 Monaten. Ist mir egal, wenn diese Pflanze nicht nach Tomatenpflanze riecht, brauche ich den Dreck nicht. Da habe ich lieber eine Tomatenpflanze, die schön ist und 20 Tomaten trägt, so kleine von mir aus, nur 20 so kleine Tomaten, die nach Tomaten schmecken und nach Tomaten riechen. Als eine Scheißpflanze, die Tomaten trägt im Überfluss, die nach nichts schmecken, nur Wasser sind und ekelhaft. Und das ist aber etwas, was in meinen Augen bei den Leuten verloren gegangen ist und deswegen geht es unserem Planeten auch zum Beispiel so schlecht. Anstatt wir bevorzugen, ich esse weniger Fleisch und weniger Fisch, dafür qualitativ Hochwertiges und weil es den Tieren gut gegangen ist, ist das Fleisch von Natur aus besser, weil du brauchst weniger Medikamente und weniger Zeug. Das Fleisch wächst langsamer, es ist saftiger, es ist kompakter und sowas. Und es schmeckt gut, also es schmeckt nach Fleisch. Gehen die Leute lieber den Weg in, ich esse irgendwas, Billigsdorfer Fleisch, Billigsdorfer Fisch und Billigsdorfer Gemüse, das in dem Sinne nach nichts schmeckt,
das in dem Sinne nach nichts schmeckt und auch in dem Sinne nichts in sich drinnen hat, muss natürlich davon mehr essen und verursache damit, dass es Tiere, Pflanzen und uns Menschen im Endeffekt extrem schlecht geht, weil wir qualitativ negatives, schlechtes Essen essen. Und die traurige Realität ist auch noch das, die Leute wollen nicht für Fleisch, Milch oder Gemüse 1, 2 Euro mehr zahlen. Zahle ich halt für ein Stück Fleisch anstatt 3 Euro oder 4 Euro 6 oder 7 Euro und habe besseres Fleisch. Aber die Leute, ich muss mir für irgendein Spiel, was nicht mal gut ist, wo ich vielleicht 20 Stunden Spielspaß habe, 60, 70 Euro ausgeben. Dann zahle ich für das gleiche Arschlochspiel, weil eine DLC rauskommt, nochmal 60 Euro oder so, wo ich dann vielleicht trotzdem nur 10 Stunden mehr Spielspaß habe. Pokémon, wo ich denke, wie kannst du für scheiß Spiele, nur weil es ein Reboot ist von einem alten Spiel, das nochmal kaufen, nur weil es ein paar neue Dinge hat, wo du nichts davon hast? Wie kannst du für andere Sachen Dinge? Dann gibt es Leute, die haben 100 Paar Schuhe zu Hause, wo sie in ihrem ganzen Leben 90 Paar davon nie getragen haben, aber Hauptsache sie haben es zu Hause und davon kostet dann ein Paar Schuhe 100 Euro plus, wo du denkst, und für was? Nutzlos? Aber für das haben dann die Leute witzigerweise Geld. Aber wenn sie sie oder sie fahren 100.000 Mal im Jahr Urlaub, weil sie haben es nötig, dann denke ich mir, warum hast du es nötig? Ich denke mir, ich bin so ausgeglichen. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt nach Italien oder Kroatien oder wohin fahren, weil ich habe Urlaub nötig. Lol, ich habe meinen Urlaub hier. Ich kann hier sitzen, ich kann meine Viecher zuschauen, ich kann rausgehen im Wald, ich kann dort Viecher zuschauen, ich kann meinen Garten machen, ich kann mich dort entspannen, ich kann mich in die Sonne legen, ich kann wohin fahren und Eidechsen zuschauen, wie sie sich in die Sonne legen, während ich mich in die Sonne lege. Dann habe ich schon mal gehabt, dass eine Eidechse auf mir raufgeklettert ist, sich ist und dann auf sich auf mir gesonnt hat. Das ist toll. Aber nein, da fahre ich lieber Urlaub nach Italien oder irgendwo, sagen wir, nach Ibiza oder Korsika oder keine Ahnung was und trefft dort 1000 andere Urlauber, die alle herumschreien und krölen und besoffen sind und speiben und dumm sind und denkst du, ja, das ist das, was wir Menschen priorisieren über Ruhe und Frieden, aber dann können sie sagen, ja, wir waren im Urlaub und dann sind wir was Besseres. Und dann gibt es noch diese komischen Leute, die sagen, Neger sind ekelhaft, weil sie haben eine braune Hautfarbe und sind voll die Rassisten, gehen dann aber nach Kroatien oder Griechenland und legen sich in die Sonne, damit sie braun werden. Welche Logik ist denn das? Warum sagst du, die anderen sind ekelig, weil sie eine braune Hautfarbe haben? Ich bin gern rassistisch, offen und ehrlich zugegeben, aber ich bin bei zum Beispiel Afrikaner rassistisch aus einem anderen Grund. Weil wenn du in 40 oder 50 Jahren nicht auf die Reihe kriegst, in gewissen Gebieten lebensfähig zu sein, Alter, dann geh aus diesem Scheißgebiet weg. Dann hilft denen nicht mehr, dann sterben die in diesem Gebiet halt aus und dann hast du es, dann ist das Problem gelöst. Aber ich bin nicht rassistisch, dass ich sage, ey, der ist ekelhaft, weil der hat eine dunkle Hautfarbe. Ist mir doch wurscht, ob der gelb, grün, lila, blau, schwarz, rosa mit türkisen Streifen ist. Zoom halt nicht. Aber wie gesagt, sowas priorisieren die Leute und dann, dass sie dann aber am späteren Verlauf unendlich viel Geld ausgeben müssen für irgendwelche Lebenssachen, weil sie dann irgendwie Nierenversagen haben oder Leberkacke und sowas, weil sie zu viel Fleisch und sowas gefressen haben. Mit zu viel Antibiotika oder sowas drin, das ist denen dann wieder wurscht, weil da haben sie dann wieder das Geld. Ich werde solche Sachen halt wirklich nie verstehen. Das Lustigste ist, wenn ich nach Italien fahre oder nach Kroatien fahre, weil viel weiter fahre ich meistens nicht, weil ich fahre einfach mit dem Auto, weil ich bin da ein paar Stunden unten.
dann fahre ich dorthin, weil ich irgendwelche Viecher oder Pflanzen sammeln will, und dann fahre ich wieder rauf. Ja, weil besoffene Menschen, Essen und Sonne habe ich auch bei mir in meinem Land. Und wenn es in meinem Land, in Österreich, kalt und scheiße ist, ist es auch unten in Italien kalt und scheiße. Weitgehend. Es ist schon wärmer als bei uns in Österreich, aber es ist trotzdem nicht warm, warm. Aber naja, Video dauert schon wieder viel, viel, viel zu lange. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.